Astrid, du hast mich gefragt, wie die zukünftige Welt beschaffen sein wird. Also die Welt in, sagen wir, 50 Jahren und danach. Ich habe zwar danach gefragt, aber ich glaube, auch du wirst mir keine Antwort darauf geben können. Natürlich kann auch ich nicht in die Zukunft blicken. Doch man kann ohne Hokuspokus einiges Überraschende über die Zukunft in Erfahrung bringen, wenn man Informationen, die heute vorhanden sind, richtig deutet. Ich denke, es sind sehr viele Informationen heute vorhanden, zu viele. Und manche deuten darauf hin, dass sich die Menschheit spätestens in 50 Jahren selbst auslöschen wird. Ist es das, was du prognostizierst, das Ende der Menschheit? In keiner Weise. Jedem Einsichtchen dürfte klar sein, dass wir uns in einer Umbruchssituation befinden. Täglich erscheinen Horrornachrichten in den Medien, als hätten die Menschheit alle guten Geister verlassen. Das ist richtig. Man wagt kaum noch morgens in die Zeitung zu blicken. Bestimmt ist wieder eine Schreckensmeldung dabei. Das Schlimmste dabei ist, der Menschheit scheint jedes Maß verloren gegangen zu sein. Sie agiert so, als wäre sie völlig frei von ethischen Forderungen. Ich nenne hier nur den Raubtierkapitalismus. Du meinst, man kann den überschäumenden Egoismus eindämmen? Wer spekulativ Millionengewinne erzielt, wird damit schuld am Tod von Hungernden und Verhungernden. Er ist also ein Mordbube. Und du meinst, das wird sich über kurz oder lang ändern? Es geht kein Weg daran vorbei. Ohne Änderung dieser Grundeinsicht ist die Menschheit verloren. Denn heute wird Handlungen nur dadurch Grenzen gesetzt, dass Kontrahenten ihre Interessen verletzt sehen und entgegenhalten. Wie könnte eine solche globale Änderung der Grundeinsicht erfolgen? Dadurch, dass die Menschheit die eigene Existenz zu verstehen lernt. Denn leider wird sie bisher von den Religionen darin total im Dunkeln gehalten. Ich dachte immer, die Religionen würden den Menschen die wichtigen Einsichten für ihre Weltanschauung vermitteln. Das sollten sie, doch sie tun es nicht. Die Führungsklicken der Religionsgemeinschaften sind genauso korrupt und kriminell wie die aller politischen Gemeinschaften. Da gibt es keinen Unterschied. Also ist von dort keine Hilfe zu erwarten. Sie sind die Urheber dieser Misere. Nur zum Teil. Auch die Physik hat großen Anteil daran. Als Kopernikus die naturwissenschaftliche Antwort auf die absurde christliche Vorstellungswelt gab, lagen die Chancen für eine wahrheitsgemäße Weltdeutung offen. Und diese wurden nicht genutzt? Man erforschte die Abhängigkeiten materieller Objekte untereinander, ohne nach dem Sinn der damit verbundenen Gesetze zu fragen. Das bedeutete, dass man alle philosophischen Fragestellungen, die das Wesen der Materie betrafen, von vornherein als irrelevant abtat. Und das soll die Naturwissenschaft so nachhaltig lädieren? Auf dieser in die Luft gebauten Basis hat die Physik zwei Modelle geschaffen, mit deren Hilfe physikalische Abläufe erklärt und berechnet werden können. Eins für die makroskopische Welt, also die Gestirne und die Objekte um uns, das andere für die mikroskopische Welt, also Atome, Elementarteilchen und so weiter. Das nenne ich praktisch. Ist dagegen was zu sagen? Das Üble ist, dass sich die beiden Modelle widersprechen, und zwar gründlich. Dann gibt es eben zwei Theorien. Na und? Stephen Hawking, das ist der wichtigste Wissenschaftler auf physikalischer Basis heute, sagt, leider sind diese beiden Theorien nicht miteinander in Einklang zu bringen. Sie können nicht beide richtig sein. Dann ist also wenigstens eine der beiden großen physikalischen Gebiete auf Sand gebaut. Wahrscheinlich sogar beide. Na bravo. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und trotz allem bist du der Meinung, dass die Zukunft nicht verloren ist, dass es nur eines Paukenschlags der Erkenntnis bedarf, um die Situation von hoffnungslos zu aussichtsreich zu drehen? Es wird kein einzelner Paukenschlag sein, der die Dinge in Ordnung bringt. Dazu ist die Angelegenheit schon zu verfahren. Also eine Kette von Ereignissen. Welches Ereignis wird den Anfang machen?
Ob das Hauptereignis am Anfang steht, ist fraglich und letztlich unwichtig. Und was wäre das Hauptereignis? Das ist der Nachweis, dass der Mensch unsterblich ist und dass Gott existiert. Du meinst, dass diese Erkenntnis, sollte sie unwiderlegbar sein, die Situation in der Gesellschaft total verändert? Den Gottesbeweis müsste man als Selbstoffenbarung Gottes auffassen. Der Beweis der Unsterblichkeit der Seele und die Selbstoffenbarung Gottes ändern alles. Die notwendigen Beweise hast du, wie ich mich erinnere, bereits geliefert. Bleibt nur die Erhärtung der Ableitung durch kritische Wissenschaftler übrig. Ich hoffe, dass das gelingen wird, denn damit wird der Weg für die Menschheit frei, ihr Handeln auf ethische Grundsätze hin auszurichten. Der Glaube von Fundamentalisten kommt dem einer bewiesenen Gottesexistenz ziemlich nah. Trotzdem sind die Leute bereit, alle Menschlichkeit über Bord zu werfen. Die Selbstoffenbarung Gottes wird daran nichts ändern. Oh doch! Im Gegensatz zum bisherigen Glauben wird jetzt offenbar, und zwar unwiderlegbar, dass man ein ethisch bestimmtes Leben führen muss, soll man sich nicht schreckliche Strafen im kommenden Dasein einhandeln. Das bringt mit sich, dass Gewaltverbrechen und politisch-wirtschaftliches Schurkentum für den Täter äußerst riskant sind. Das heißt also, dass sich der Mensch der Zukunft an die ethischen Vorstellungen halten wird. Die Frage ist nur, wie sehen diese Vorgaben aus? Sind es die 10 Gebote oder die Forderung Kants an den Menschen? So einfach geht es nicht über die Bühne. Schon weil Ethik nicht nur auf das Miteinander von Individuen begrenzt ist. Bezieht man die Handlungen von Gemeinschaften, Gesellschaften, Staaten oder auch Unternehmen in den Verhaltenskodex der Ethik mit ein, und das wird man wohl müssen, dann ist das eine Mammutaufgabe. Da wird man sehr viele Regeln brauchen, um hier ethisches Verhalten auf allen Ebenen zu erreichen. Wichtiger als die Herausbildung von Regeln, die dann doch nach einiger Zeit veralten, ist die Formulierung eines allgemeinen Ethikprinzips. Was soll man unter einem Ethikprinzip verstehen? Na, sowas Ähnliches wie die 10 Gebote, doch der heutigen Zeit angepasst und nicht nur wie dort auf die Männerwelt bezogen. Dort sind die Frauen ja noch als Besitz des Mannes ausgewiesen, die offenbar nicht als ethisch handelnd aufgefasst werden. Was ja wohl etwas antiquiert ist. Na dann, schieß mal los. Wie lautet jetzt die allgemeine ethische Forderung? Also ich würde sagen, handle als Individuum oder als Gemeinschaft stets so, dass durch dich weder andere Individuen noch andere Gemeinschaften über das Maß beeinträchtigt, geschädigt oder gar in ihrer Existenz bedroht werden. Kann man das auch noch etwas anders ausdrücken? Ja, Aktivitäten, die vom Individuum oder von einer Gemeinschaft verübt werden, haben so zu erfolgen, dass das betrachtete Individuum bzw. die Gemeinschaft mehr dabei für andere Individuen bzw. Gemeinschaften tut, als für sich selbst bzw. die eigene Gemeinschaft. Dass auf jeden Fall aber ein Interessenausgleich stattfindet. Und wie ist das bei Auseinandersetzungen, Konflikten, Kriegen? Bei allen Auseinandersetzungen, wie hart sie auch immer seien, ist stets die Verhältnismäßigkeit der Reaktion auf eine Aggression einzuhalten. Selbst in extremen Kampfsituationen muss stets die Menschlichkeit gewahrt bleiben. Hoffen wir, dass die jenseitigen Richter bei Verletzungen dieses Prinzips milde walten lassen. Noch eine Frage. Wie ist das bei Konkurrenzsituationen, etwa beim Sport, aber auch zwischen konkurrierenden Unternehmen? Da sollte das Prinzip Fairness und Respekt zur Anwendung kommen. Das sollte überhaupt überall dort gelten, wo sich gleichberechtigte, gleichmächtige Kontrahenten gegenüberstehen. Also was im Lebensalltag zu gelten hat. Das, was wir bisher erörtert haben, betrifft eigentlich mehr die Forderung an den künftigen Menschen, wie er sein Leben ethisch auszurichten hat. Das hat immer etwas Irreales an sich. Beispielsweise strotzt das Christentum nur so von hehren Forderungen an die Gläubigen, eingelöst wird davon leider nur sehr wenig.
Also willst du mir jetzt skizzieren, wie die normalen Lebensumstände der Menschen aussehen werden? Ich soll einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Ob dir das aber gelingt, wage ich zu bezweifeln. Schon der technische Fortschritt lässt sich kaum richtig einschätzen. Es geht nicht um neue technische Errungenschaften. Die wird es sicher in großer Zahl geben. Nein, es geht um die Macht und damit um die etablierte Machtstruktur im Staat der Zukunft. Ich denke, die Unternehmen und internationalen Konzerne werden auch weiterhin die Staaten der Welt an der Nase herumführen und die Gelder einsacken und von ihren eigenen vergeuden lassen. Das werden sie nicht. Dazu gehört der Kapitalismus und den wird es in Zukunft nicht mehr geben. Ohne Kapitalismus kann die Wirtschaft nicht funktionieren. Willst du die Wirtschaft abschaffen, um den Kapitalismus zu beseitigen? Da wird nichts abgeschafft, nur zum Besseren verändert. Es genügt, die Politik wieder mächtiger als die Unternehmen zu machen. Politik wird vom Volk gemacht, jedenfalls in der Zukunft. Unternehmertum ist das Werk Einzelner. Das Volk muss die Superreichen unter seine Herrschaft zwingen, global. Dann ist der Kapitalismus besiegt. Und wie soll das gelingen? Dadurch, dass die Welt begreift, dass es dazu keine Alternative gibt. Denn die Vormachtstellung der internationalen Konzerne über die Regierungen der Staaten macht jene zu Spielbällen ökonomischer Profitgier. Die Hochfinanz scheut es nicht, auch Kriege für die Durchsetzung ihrer Ziele anzuzetteln. Das bedeutet offenbar, solange die Menschheit die Existenz einer Hochfinanz erlaubt, wird es Kriege geben. Und damit verbunden ist die Gefahr, dass die Menschheit sich auf einen Schlag auslöscht. Die Alternativen sind Primat der Politik oder Untergang der Menschheit. Da braucht es nur eine Situation, in der die Menschheit die Gefahr, in der sie schwebt, voll erkennt und die große Umwandlung kann beginnen. Es wird also keine Kriege mehr geben. Die Gefahr des Massensuizids ist zu groß. Was bleibt da für die Männerwelt an Aufgaben, wenn sie ihr ureigenstes Anliegen, den Kampf, nicht mehr praktizieren kann? Ganz klar, sie wird in die zweite Reihe gedrängt. Das ist doch nicht dein Ernst. Die Männer geraten unter die Herrschaft der Frauen. Das gibt's doch nicht, oder? Ich denke, man kann es vor allem im europäischen Bereich beobachten, dass die Frauen systematisch gegenüber den Männern an Boden gewinnen. Gewiss gibt es auch hier Rückschritte. Die allgemeine Tendenz ist aber eine Zunahme der Frauenmacht auf Kosten der Männermacht. Ich gebe zu, auch in reinen männerdominierenden Ländern wie den islamischen Staaten erobern Frauen sich zunehmend Rechte, die ihnen vor Jahrzehnten nicht eingeräumt wurden. Dieser Trend wird sich fortsetzen. Und nun tritt ein Phänomen auf, welches kaum einer bisher berücksichtigt. Das ist das geistige Pendelgesetz. Die heutige Gesellschaft meint, dass mit dem Erreichen der Gleichstellung von Mann und Frau der beobachtete Trend zur Ruhe kommt. Fehlurteil. Was soll das heißen? Das heißt, die Zunahme der Frauenmacht gegenüber der Männermacht kommt da keinesfalls zum Stehen. Es ist wie ein Pendel, welches im untersten Punkt angekommen ist. Es bleibt dort auch nicht stehen, sondern bewegt sich weiter, schlägt also durch, bis es die früher eingenommene Höhe erreicht hat. Das heißt also, die Männer werden über kurz oder lang total entmachtet? Ja, so ist das. Es geht kein Weg daran vorbei. Oh, das wird für manchen Macho zu einem traumatischen Erlebnis werden. Die Frauen benötigen nur eine außerordentliche Situation, in der die Männer nicht mehr aus- noch einwissen und die momentane Gewalt an die Frauen abgeben. Dann ist alles gelaufen. Du meinst, die Frauen lassen die einmal erlangte Macht nicht wieder aus den Händen? Davon gehe ich aus. Die Frauen versuchen zwar, sich als die edleren Menschen darzustellen, das ist aber reiner Unsinn. Männer und Frauen haben mehr oder weniger die gleiche ethische Ausstattung. Sie handeln also in entscheidenden Situationen völlig gleich. Haben die Frauen erst einmal die Macht, werden sie sie mit Zähnen und Klauen verteidigen. Du meinst, sie werden dabei auch drastische Maßnahmen ergreifen? Wenn es Not tut,
werden sie dabei auch über Leichen gehen. Das ist keine Frage. Gesetzt, die Frauen erreichen ihr Ziel der Frauenherrschaft. Was dann? Das bedeutet eine total neue Ausrichtung der Menschheit. Man kann das als neues Paradigma bezeichnen. Die hierarchische Ausprägung der Gesellschaft beim Wechsel vom Patriarchat zum Matriarchat geht von einer pyramidalen in eine zyklische Struktur über. Das sagt mir noch nicht so viel. Einfach ausgedrückt, es gibt im Matriarchat keine Machtspitze. Die eine Art diktatorische Vollmacht besitzt wie im Patriarchat. Die Leitung, wenn sie überhaupt besteht, geschieht in Art einer Arbeitsgemeinschaft, also im Team. Aha, und wenn doch mal einer das absolute Sagen haben muss, wird diese Position im Zeittakt zyklisch an andere Mitglieder des Gremiums weitergebracht? So ist das. Damit kann sich keine verfestigte Machtposition ausbilden. Bei dieser Machtausübung bleiben die Männer außen vor, oder? Im Matriarchat bestimmen allein die Frauen die Politik, Ökonomie, Ökologie, damit auch die Machtverteilung in der Gesellschaft. Die Stellung der Geschlechter zueinander, die Rolle in der Gemeinschaft. Also praktisch alles, was gesellschaftlich relevant ist. Es ist im Bewusstsein der Frauen verankert, dass in Zukunft global alle wesentlichen Machtpositionen von Frauen besetzt sein werden. Das wird dann mit Konsequenz und Härte auch durchgesetzt. Wie ist das im öffentlich-staatlichen Bereich? Welche weiteren Vorstellungen werden die Frauen dort verwirklichen? Wie bereits erwähnt, wird der Kapitalismus, vor allem der Liberalismus, abgeschafft. Er gilt als Keimzelle von Diktatur und Ausbeutung der Massen. Eine Globalisierung der Produktion wird nur unter strikter staatlicher Kontrolle geduldet, damit auf ein erträgliches Maß reduziert. Dass die Frauen dem Kapitalismus feindlich gegenüberstehen, ist mir klar. Und für den liberalen globalen Kapitalismus gilt das erst recht, denn er ist die eigentlich verwerfliche Extremform dieser Wirtschaftsform. Was gibt es weiteres, was den Frauen nicht passt? Vor allem werden die Frauen alle Arten von Kriegen und gewaltsamen Konflikten ächten. Damit auch die Gebietsannexion auf Kosten anderer. Doch auch schon die Kriegstreiberei und die Verherrlichung von Krieg und Gewalt werden unterbunden. Mit der Zerstörung der Umwelt wird ja wohl Schluss sein. Es ist ein Hauptanliegen der Frauen, eine akzeptable Ökologie zu erreichen. Notfalls werden sie dies mit aller Härte durchsetzen. Frauen mögen zwar nach außen hin sehr anschmiegsam und hilfsdürftig tun, geht es aber um den Kern der Sache, haben sie weniger Hemmungen als Männer. Jetzt die wichtigste Frage. Wie hält es das Matriarchat mit der Demokratie? Gewiss wird die Staatsform der Zukunft demokratisch sein. Demokratischer als heute, doch mit einer kleinen, feinen Einschränkung. Demokratie mit Einschränkungen, lass mal hören. Die politische Hierarchie wird nun mal das Matriarchat sein. Das haben sich die Frauen, wie sie meinen, über Jahrhunderte hin erkämpft. Das lassen sie sich nicht wieder aus der Hand nehmen. Komme, was da wolle. Du meinst, die Frauen werden die jeweilige Verfassung des Staates so fassen, dass sie in jedem Fall die eigentliche Macht besitzen und behalten? Wählen darf jeder. Gewählt werden in die höchsten Gremien nur die Frauen. Vor allem die oberste Instanz des Staates bildet der Mütterkreis, in den, wie der Name schon sagt, ausschließlich Mütter gewählt werden können. Und in welcher Weise geht es im neuen Staat demokratischer zu als heute? Kontrademokratische Institutionen wie das Verfassungsgericht, die Zentralbank, abgeschwächt, die gesamte Regierung werden demokratisiert. Anders ausgedrückt, sie werden direkt vom Volk gewählt und nicht von den Mandatsträgern. Ist das an Verbesserung der Demokratie alles? Mein Eindruck ist, dass sich die drei Gewalten des Staats oft nicht ausreichend gegenseitig kontrollieren. Die Regierung geht meist ohnehin mit der Legislative zusammen. Und ist erst eine Zweidrittelmehrheit vorhanden, ist der staatliche Willkür Tür und Tor geöffnet. Das zu verhindern, wird eine vierte Gewalt etabliert. Sie enthält den Mittelkreis als oberste Institution des Staates. Sie wird permanent vom Volk gewählt,
kontrolliert und gegebenenfalls abgewählt. Sie hat das absolute Vetorecht, kann jedes Gesetz, jede Regierungsaktion, jedes Urteil der Gerichte kassieren. Jetzt einmal etwas abseits der Staatskonstruktion. Wie geht das Matriarchat mit Katastrophen und katastrophalen Entwicklungen um? Es ist klar, dass Solidarität mit unschuldigen Opfern von Katastrophen geübt wird, nicht aber mit denen, die die Katastrophe selbst verursachten. Und wie ist es mit bisherigen Praktiken, die unweigerlich zu katastrophalen Entwicklungen hinführen? Es ist vor allem die Wachstumseuphorie, die beendet wird. Also, das globale Bevölkerungswachstum wird gestoppt, das ungezügelte Wirtschaftswachstum wird verhindert, die extreme Missverteilung der Güter innerstaatlich und global wird nicht mehr akzeptiert. Was ich noch fragen wollte, wie hält es das Matriarchat mit der Rechtsstaatlichkeit und den Menschenrechten? Derzeit stehen beide mehr oder weniger nur auf dem Papier. Die Folter ist global noch längst nicht abgeschafft. Rechtsstaatlichkeit bedeutet, dass die Gesetze zum Wohle der Menschen geschaffen sind. Alle Menschen vor diesem Gesetz gleich sind und seine Einhaltung nach Kräften vom Staat garantiert wird. Das wird im Staat der Zukunft durchgesetzt sein. Und wie ist es mit den Menschenrechten? Die bestehenden Menschenrechte werden noch etwas erweitert, das ist keine Frage. Zu Menschenrechten gehören aber auch Pflichten. Also etwa die Pflicht, politisch oder gesellschaftlich ein gewisses Obligo abzuleisten. Das ist klar, zu Menschenrechten gehören Menschenpflichten. Doch es wird auch Pflichtbefreiungen geben. So wird niemand gezwungen sein, weder eine Person noch ein Staat Bedürftigen über die absolute Notwendigkeit hinaus Hilfen zu gewähren. Asyl wird in der Regel nur auf eine begrenzte Zeit ausgesprochen und muss danach erneuert werden. Dann werden sich die Staaten der Zukunft also gegeneinander abschotten? Keinesfalls. Ein Wechsel der Staatsangehörigkeit wird durchaus positiv gesehen, nur nicht auf Basis von materieller Not. Kein Staat kann gezwungen werden, für die Versäumnisse eines anderen Staates aufzukommen. Kommen wir doch jetzt mal zu den Bedingungen des täglichen Lebens. Gibt es da unterscheidende Veränderungen? Die jetzige Epoche ist geprägt von Verboten von Handlungen oder gar von Vorstellungen, die man niemand etwas angehen. Oder es werden Forderungen gestellt, die völlig sinnlos sind. Damit ist jetzt Schluss. Solche Gebote und Verbote, die keine Begründung besitzen, gibt es wohl besonders im sexuellen Bereich. Es ist das Bestreben der Herrschenden, durch solch sinnlose Gesetze der Bevölkerung zu zeigen, dass Gesetze nichts Rationales an sich haben. Sie werden einfach erlassen, basta. Und nach einiger Zeit glauben die Leute selbst, dass diese Gesetze notwendig sind. Wenn ich es recht verstehe, wird so etwas wie Sitte und Tradition in Zukunft sehr in den Hintergrund gedrängt. Wenn es dem Lebensfluss des Menschen abträglich ist, auf jeden Fall. So wird die sexuelle Freiheit erheblich zunehmen. Nacktheit ist kein Tabu mehr. Ich hoffe aber nur am Strand und in Erholungsgebieten. Der Mensch der Zukunft sieht in der Nacktheit keine Abartigkeit mehr. Er nimmt sie als natürlichen Zustand. Ob man nackt durch die Straßen wandern wird, kann ich natürlich nicht sagen. Im alten Griechenland war es durchaus möglich. Warum nicht in der von Zwängen befreiten Gesellschaft? Das hat dann aber erhebliche Auswirkungen auf das Sexualverhalten der Leute. Das kannst du laut sagen. Die sogenannte Promiskuität ist gang und gäbe. Man nimmt es mit der partnerschaftlichen Treue nicht mehr so genau. Es ist eben ein anderes Lebensgefühl vorhanden als unseres. Du sagst Partnerschaft. Und was ist mit der Ehe? Die Ehe als exklusive Institution sexueller Partnerschaft ist ein Auslaufmodell. Man mag dazu stehen, wie man will. Doch durch die gleichgeschlechtliche Ehe ist die Institution Ehe zur Farce geworden. Die Ehe wurde geschaffen, die Vaterschaft an Kindern zu legitimieren. Durch die Genanalyse ist das aber bedeutungslos geworden. Und was kommt stattdessen? Sexuelle Verbindung wird es immer geben. Die Frauenkommune, das ist der Kern. Die Männer sind locker dazugesellt.
Das Ganze also eher ein Wechsel der Institution sexueller Beziehungen. Es ist mehr. Frauen sind näher am Lebensstrom beheimatet und damit auch an der Sexualität als Männer. Nicht umsonst war es das Bestreben im Patriarchat, die Sexualität in feste Formen zu fassen und Zwang auszuüben. Dazu viel Freiheit dort, die Macht der Männer in Gefahr brachte. Könnte man sagen, die Frau der Zukunft kann ihre Sexualität voll ausleben? Es wird in rituellen Großveranstaltungen Orgien geben, wo alle sexuellen Schranken niedergerissen werden. Das ist weder beängstigend noch pervers, das ist einfach Ausdruck eines befreiten Lebensgefühls. Gibt es neben der geänderten Sexualität noch ein weiteres Feld, wo gravierende Veränderungen zu erwarten sind? Oh ja, die schönen Künste werden nur noch reproduzierend geübt. Den Menschen geht das Vermögen verloren, eine künstlerische Gestaltung als etwas Besonderes und Einmaliges zu sehen. Das große Kunstwerk und die platte kunsthandwerkliche Arbeit stehen im gleichen Wert und in gleicher Berechtigung nebeneinander. Dann ist also alles Wichtige über das kommende Matriarchat gesagt. Nicht ganz. Nicht umsonst hat die Evolution zwei Geschlechter hervorgebracht. Offenbar ist die Zweigeschlechtlichkeit für das Überleben der Menschheit notwendig. Herrschaft eines Geschlechts bedeutet, die Hälfte der vorhandenen Möglichkeiten wegzustreichen. Also wäre ein Arrangement der beiden Geschlechter das Gegebene. Die Frauen haben zu lange unter der Männerherrschaft gelitten, als dass sie sich auf einen solchen Kompromiss einlassen werden. Die Gräueltaten der Inquisition sind da ein Faktum, was ein Miteinander der Geschlechter ausschließt. Dann müssen die Frauen also allein zurechtkommen. Hauptproblem des Matriarchats ist die Entscheidungsfindung. Man sucht die Lösung in der Zustimmung einer zu breiten Mehrheit. Doch die Menschen sind alle unterschiedlich. Selbst bei bestem Willen aller Beteiligten lässt sich ein Konsens manchmal kaum erreichen. Dann erfolgt die Totalblockade. Gibt es weitere Probleme? Eine weitere Schwierigkeit ist das Fehlen von Verantwortungsträgern. Alles wird, wie heute in Vorständen, gemeinschaftlich verantwortet. Jeder versteckt sich hinter jedem. Feigheit und Faulheit bestimmen die Realität. Du meinst, die Frauen sind zu einer effizienten Ökonomie nicht aus sich heraus befähigt? Du meinst, es wird Schwierigkeiten geben? Schwierigkeiten ist gut. Es wird Engpässe in der Nahrungsmittelversorgung geben, die selbst in der heutigen desolaten Situation undenkbar erscheinen. Natürlich ist das auch Folge der katastrophalen heutigen Schändung der Natur. Nochmal als Frage. Ja. Die Lösung der ökonomischen Probleme wird sich nicht durch Wechsel zum Matriarchat hin ergeben? Die bisherigen Probleme verschwinden, neue tauchen auf. Und für diese neuen gibt es noch keine vorgefertigten Lösungen. Da ist viel Raum zum Experimentieren, aber auch zu fatalem Scheitern. Das heißt, die Bäume werden nicht gleich in den Himmel wachsen. Das heißt, solange die Menschheit von nur einem Geschlecht beherrscht wird, kann man froh sein, wenn die Bäume nicht vom nächsten Supersturm umgeweht werden. Na dann, schöne neue Welt.